Sie versucht, darauf zu laufen, deshalb habe ich eine Schlinge gebastelt. Mein Hund Maisie ist ein Shih Tzu Yorkie Mix. Wir haben gestern Geburtstag gefeiert und mein Enkel hat sie gehalten. Da ist sie einfach runtergesprungen. Dann schauen wir mal. Sie ist ein sehr ruhiger Welpe, sogar trotz der Verletzung. Wann war das? Gestern? Ja. Mein Enkel hat sie gehalten, sie war ganz aufgeregt und ist einfach runtergesprungen. Kommt vor. So sind Welpen einfach, sie wollen los, los, los. Das war ein hoher Sprung. Mein Enkel ist fast 1,90. Meine Güte. Ich hab's knacken hören. Wo ist das Ende? Ich habe einen Eisstiel als Schiene benutzt, damit sie das Bein nicht beugen oder drauf laufen kann. Oh ja, beide Knochen gebrochen. Sie bekommt einen Metallrahmen, das sieht dann so aus. Eine Thomas-Schiene ist ein Metallband, das mit Tape am Bein befestigt wird. Passt perfekt. So ist das Bein stabil und fixiert. Die Knochen werden ausgerichtet und können gut verheilen. Meine Güte, die ist länger als ihre Beine. Sie streckt das Bein, damit die Knochen zusammenwachsen. Ich bin nervös. Das ist eine ganz schöne Gerätschaft an ihrem Bein. Hunde stecken so einiges weg. Oft hält das in 2 Wochen ab. Vielleicht hinkt sie danach noch eine Zeit lang. Aber das Bein wird bald wieder so stark wie das andere. Ich bin seit 9 Jahren Kundin von Dr. Pohl. Er hat bisher alle meine Tiere toll behandelt. Wie auch Maisie heute. Ich liebe dich, mein Baby. Sie ist ein schwarz-weißer Boxer und 7 Jahre alt. Ich habe einen Schäferhund und Blackie. Vor 3 Tagen haben sie gekämpft. Sie lahmt vorne links. Sie hat außerdem einen Schnitt und eine Wunde innen am Bein. Ziemlich geschwollen. Aber sie belastet es. Komm her. Das überrascht mich, weil sie lahmt und es beim Laufen in die Luft hält. Es scheint ihr weh zu tun. Es ist geschwollen und wahrscheinlich entzündet. Ich kann sie röntgen, um einen Bruch auszuschließen. Tun Sie, was Sie müssen. Okay. Da ist die Wunde. Hier die Schwellung. Sieht normal aus. Knochen ist intakt. Ihr geht's gut. Danke, Dr. Ray. Ist alles okay? Ja, alles okay. Es sind nur kleinere Verletzungen nach einem Boxkampf. Sie ist etwas erschöpft durch die Infektion am Bein. Sie bekommt Entzündungshemmer und Antibiotika. Geben Sie auf sie Acht. Kleinere Reibereien kommen vor.